Warum wollen wir Menschen oder warum wollen wir der Menschheit oder wem auch immer etwas beweisen? Die ganze moderne Wissenschaft lebt ja davon, eine Beweislast zu führen. Und damit natürlich Menschen zu überzeugen von der einen Sache oder von der anderen Sache. Und dann untersucht man etwas, dann werden Studienlagen geformt und all das und dieser ganze Aufwand, statistische Aufwand, um etwas zu beweisen, um eine Beweisführung zu bringen. Und da war schon früher so in der Philosophie, in der Hochschulphilosophie und in allen möglichen Ecken und Enden. Und ich frage mich an der Stelle, warum ist das so stark? Warum wollen wir als Menschen immer wieder anderen Menschen etwas beweisen? Und natürlich antwortest du jetzt oder ich denke jetzt, ja klar, um die Wahrheit eben herauszufinden, um tatsächlich richtig zu denken, richtig zu handeln, sich richtig zu verhalten, richtig mit einer Sache umzugehen und so weiter. Ganz klar, das ist natürlich die logische Antwort daraus. Aber ist es tatsächlich so, beziehungsweise sind wir so dringend auf die Beweislast und nur die Beweislast angewiesen, um tatsächlich einen Konsens zu finden? Und uns gemeinsam dadurch durch das Leben zu bewegen? Das ist die Frage. Warum ist das so stark? Warum wollen wir immer wieder einen anderen Menschen von etwas überzeugen? Oder ihm etwas ausreden? Nicht? Also der Irre, der vor uns ist, der eine Paranoia hat und von etwas überzeugt ist und absolut überzeugt ist und der ist dann unkorrigierbar überzeugt und versucht uns wiederum zu überzeugen von dem, von was er überzeugt ist. Den wollen wir dann runterholen in die Normalität, natürlich. Das ist gar keine Frage. Das ist ja dann auch etwas, was vielleicht gefährlich werden kann für die betreffende Person oder für die Welt. Da ist es schon sehr wichtig. Und da suchen wir dann eben Beweislasten. Oder wir versuchen, von der vermeintlichen Realität oder dem Konsens, dem Mainstream zu überzeugen. Das sind ja so die typischen Dinge, die dahinter stehen. Aber wir brauchen das ganz stark als Menschen. Immer wieder beweisen, dass es so ist. Und die Frage ist, wenn es jetzt nicht so wäre, wenn wir nicht immer wieder dieses starke Gefühl und diese starke Intention hätten, jemanden von etwas zu überzeugen und damit etwas zu beweisen, wie wäre dann die Welt sonst? Wir würden miteinander umgehen. Da wäre etwas, dort wäre etwas, da macht man etwas gemeinsam. Und da macht man eben etwas nicht gemeinsam. Aber man versucht nicht ständig krampfhaft und einseitig eine Beweislast zu finden. Denn wir sind uns darüber im Klaren, letztendlich ist nichts haltbar. Letztendlich ändern sich alle Wahrheiten. Immer und immer wieder, beziehungsweise es gibt vielleicht Grundwahrheiten, die sich wiederholen im Leben. Das ist ja auch sehr interessant, dieser Wiederholungscharakter von Dingen, die uns widerfahren im Leben, wo wir uns oft gar nicht bewusst sind. Deswegen finde ich persönlich Tiefenpsychologie so interessant, weil natürlich das eine Historie hat. Beispielsweise erleben wir jetzt etwas historisch in Europa, alle gemeinsam, jeden Tag, tagtäglich. Und das hat etwas mit historischen Dingen zu tun, die sich entwickelt haben und tatsächlich einen Wiederholungscharakter haben. Aber allein das ist jetzt schon eine Denkweise, die geht in Richtung der Beweislast. Das will ich ja nicht beweisen, dass es so ist oder so, aber diesen starken Drang, ich beweise dir, dass es so ist. Ich beweise, dass ich unschuldig bin. Ich habe zig Anwälte um mich, die mir helfen zu beweisen, dass ich unschuldig bin und so weiter. Nicht? Also ich meine, um es nochmal zu sagen, es ist ja etwas Wichtiges für unser Leben, aber es ist doch etwas auch sehr Starkes und vielleicht möglicherweise, und das versuche ich auszudrücken, etwas Einseitiges, das wir daraus machen.